Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Surface, das Geheimnis einer anderen Welt. Und was soll ich euch sagen, kaum sind wir in dieser anderen Welt angekommen, sind wir auch schon inhaftiert. Ich glaub's ja wohl nicht. Ach ja, dieser Earl ist offensichtlich ein ganz spezieller Type. Nun denn, sehen wir uns mal um. Vielleicht können wir, nicht gerade 5-Sterne-Hotel, aber dieses Kissen sieht dicker aus, als es sein sollte. Na, wie kommt denn das? Oh, wir haben freundlicherweise, haben wir auch noch Bobbys Spielzeug dabei. Wir können noch aus dem Fenster gucken. Die Straße ist menschenleer. Wo sind denn alle? Jenseits des Fensters ist ein Radkäse, aber ich komme nicht heran. Wie kommt das da hinten? Fragen über Fragen. Nichts wird mich in dieser Zelle halten. Ja, in der Tat. Ein altes, leider sehr solides Zellenschloss. Na gut. So, was haben wir denn hier? Das hat einer nicht mitgekriegt. Okay, wir haben einen Stein. Ist ja spitze. Der Boden unter den Steinplatten ist hart und rau. Naja, gut. Okay, was haben wir hier? Hey, eine Augenklappe. Ja, cool. Hier geht, was ist das für ein Ding da drin? Der, im Waschtisch steckt ein Eisenstab. Die Frage ist, wieso? Okay. Oh, okay. Ja, wir können es natürlich auch so machen und einfach kaputt und so. So, okay. Können wir damit graben? Ja, das scheint eine Option zu sein. Nee, wir schärfen ihn erstmal an. Ui, ich habe ein scharfes Werkzeug und schrecke nicht davor zurück. Na gut, dann lass uns doch mal gucken, was in dem Kissen enthalten ist. Ja! Ui! Na guck, eine Säge. Jemand muss eine Flucht geplant haben, aber gescheitert sein. Ja, können wir da oben was mitmachen? Wäre eine interessante Geschichte, ist aber nicht für hier gedacht. Okay, können wir hier ausbrechen. Das funktioniert. Das glaube ich nicht, dass das so funktioniert hätte, aber gut. So, wir kommen in den Wachraum. Und hui, deshalb sind wir hier. Ein Schloss, in welchem Zeitalter steckt dieser Ort bloß fest? Naja, ist doch okay. Aber gucken wir erstmal hier. Das. Das ist Kira. Was haben sie mit ihr gemacht? Und warum haben wir eine Nadel bekommen? Naja, gut. Kira, die Tür ist fest verschlossen. War ja klar, dass mir keiner einen Schlüssel hinterlässt. Okay, jetzt aber lass uns erstmal wimmeln. Ja. Und hey, ein genähter Bär. Ach, siehste, dafür haben wir die das Ding bekommen. Ja, alles klar. Ja. Hey, ein genähter Bär. So, Fernglashaken, Schlagring und Springer. Fernglas. Pistole, Fernglashaken. Fernglashaken, Schlagring und Springer. Springer könnte das hier sein. Jawohl. So, was noch? Fernglashaken. Fernglas? Nee, kein Fernglas. Okay, Haken. Schlagring, Pistole. Pistole, hier. Das ist keine Pistole. Okay, na gut. Ja, sieht halt eben alles ein bisschen anders aus hier. Gucken wir mal weiter. Patrone, Messer, Muschel. Messer sehe ich hier schon. Messer ist auch da. So, da. Da ist das Fernglas. Haken, Schlagring, Pistole, Patrone, Messer. Messer, haben wir hier noch ein drittes? Patrone, Schlagring. Okay. Das hier ist, nein, Patrone, Muschel. Muschel ist hier. Na, guck. So, Patrone, ist das da? Das ist der, ach, das ist der Schlagring. Ja, guckst du. So, Haken ist hier. Jawohl, Captain Iglo. Nee, der andere. Huck. Pistole, Patrone, Chilischote, Eidechse und Stern. Eidechse ist leicht. Stern. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Da ist ein Stern. Okay, hab ihn. Chili, Schote, Patrone, Pistole. Okay, Pistole, Chili, Schote. Da ist die Chili, Schote. Pistole und Patrone. Pistole und Patrone. Das hatte ich schon mal, ne? Ja, ist es aber nicht. Pistole. So, jetzt brauchen wir nur noch die Patrone.
Wo ist la Patrona? Nein. Patrona auch nicht. Dort, nein. Nein. Okay. Hallo, Patrone. Hä? Wo ist das Ding? Ich nehme mal an, es kann auch viel mehr sein als einfach nur so eine. Ich erwarte jetzt so eine Boom-Patrone, weißt du? So ein. Ja, genau, ne? Hier eben sowas, was da reinkäme. Aber es kann natürlich auch was ganz anderes sein. Wo ist die Patrone? Le Patron. El Patron. Nee. Nicht wieder raus. Alter, das gibt's doch nicht. Wo ist denn das Teil? Hallo? Da ist sie. Ah, okay. Gut. Ja, hey, genial. Das könnte sich als nützlich erweisen. Na, wenn du meinst. Und hier ein Welcome. Ey, das ist ja schon ein bisschen fies, ne? Eine Welcome-Matte. Vor dem Gefängnis, vor der Gefängniszelle. Alle Gegenstände aus dem Tisch scheinen aus einer anderen Welt zu sein. Rate, woher das kommt. Hey, wir haben eine Schreibfeder gefunden. Wir haben Feuerstein gefunden. Gut, zum Feuer entfachen. Sag bloß, was war das? Nee, bring das nicht so schnell weg. Name, Kira, die Behüterin. Da sieht sie aber noch ein bisschen pummelig aus. Geburtsdatum, 998. Familienstand, geschieden, ein Sohn. Er, der kleine Behüter. Vermerk wurde auf Lord Torias persönlichen Befehl zur Behüterin der Lehren am Hofe der letzten Stadt. Alter, das ist doch nicht zu fassen. Ernannt. Hat seitdem auf den vererbbaren Posten des Behüters inne. Ist derzeit auf Befehl Lord Torias aufgrund vermutlicher Zusammenarbeit mit einer irdischen Spionin inhaftiert und in dem Kerker gefangen gehalten. Meine Mitreisende wird auch hier gefangen gehalten? Warum zeigte der Lord erst Gnade und ließ sie dann gefangen nehmen? Was? Okay, den Zusammenhang müssen wir wohl noch erkunden. Okay, na gut. So, was haben wir denn hier noch? Hier hatte jemand den Einrichtungsgeschmack einer Ratte. In der Tat. Und die Tollwut auf eine aus einer anderen Welt? Okay, warte. Hier haben wir doch den Käse-Dings da. Aber kommen wir da auch irgendwie ran? Nee, sieht nicht so aus. Ah ja, gut. Ja, okay. Das braucht wohl noch ein bisschen. Nun denn, hier haben wir die Tür, die natürlich verschlossen. Die muss ich einrammen? Was? Hier oben ist es auch noch verdächtig. Der Fisch sieht schwer genug, um eingerammt zu werden. Das heben wir uns vielleicht bis zum Schluss aus. Wir gehen erstmal ins Archiv. So, was haben wir denn hier alles? Das ist ein schwerer Tresor mit Beweisstücken. Aber der Griff fehlt. Natürlich. Alles im Eimer hier. Alles im Eimer. Da liegt was rum. Die Spionin aus der Welt namens Erde wurde in den Kerker geworfen. Genau wie die Behüterin Kira. Lord Tutoria hat uns versichert, dass der Widerstand niedergeschlagen ist und es keinen Grund zur Sorge gibt. Trotzdem sollten wir regelmäßig die Schlossriegel hier im Kerker überprüfen. Die Stadt ist fast menschenleer. Alle sind hinter der Stadtmauer nahe des Portals und warten auf den Angriffsbefehl. Ach du Schande. Das ist also die Invasion, ja? Das ist der mechanische Arm für das Regal, aber ihm fehlt eine Hand. So. Na gut. Warte mal, da hätten wir den Haken einbringen können, ne? Egal, jetzt sehen wir uns erstmal hier um. Und wir bekommen, was, eine Teekanne? Wozu? Und einen Korken, ganz wichtig. Einer von vier, da lagen nicht mehr herum. Wischen das. Was öffnet dieser sinnvolle sinnlose Schlüssel. Was haben wir hier noch? Ein langer Stab. Damit kann ich einen Landungshaken basteln. Ja, warte, hier, guck da so. Zack, siehst du? So, dann komme ich so nämlich schon mal an den Käse heran. Warte, so. Dann können wir schon mal ein bisschen im Inventar aufräumen. Ja, hey. Käse. Lecker Käse.
So, damit ist die Maus bestochen. Zack. Juhu. Und weg ist sie. Juhu. Was hat. Was denn du? Hallo? Info. Finde die hinter den Steinen versteckten Runenpaare. Klicke auf die Steine, um die Runen aufzudecken. Wenn das aufgedeckte Paar gleiche Runen anzeigt, leuchten diese blau. Ungleiche Paare leuchten rot. Aha. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Nee, nein. Ach du je. Okay, holt das Popcorn raus. Das hier dauert eine Weile. Nee. Wo war denn das? Das habe ich doch schon mal gesehen. Auch nicht. Da ist er. Gut, einer weniger. Nee, das war auch nicht. Da war's. Das habe ich. Nee. Quadrat, Dreieck. Auch nicht. Dreieck. Ah, das sind zwei verschiedene. Oh, wie blöd. Okay. Nein. Auch nicht. Alter, ernsthaft? Okay. Pi. Auch nicht. Fenster? Nein. Okay. Welle hatten wir. Nein, da hatten wir die Welle. Und das hier war. Nee. Ah, oh je, welches war das noch? Auch nicht. Wo waren das, die Welle? Pi? Hatten wir wohl noch nicht. Quadrat. Das Fenster war hier. Das war da. Das Dreieck. Aber welches von beiden war es denn? Das hier, ne? Ja. Das war das andere Dreieck. Die Welle. Nee, Auge ist aber hier. Den Fächer, weiß ich nicht. Welle. Diese Welle. Nee. Da ist die Welle. Ah, oh, das ist hier. Okay, dann ist das da dort. Hey! So, was jetzt? Was wäre ein Kerker ohne Geheimgang? Na, sowas. Nichts wie Rinder. Okay. Ein Fässer. Ich kann mal ein paar betören oder beschwören. Boah, wie schlecht. Eine Schlange? Ja, wir brauchen wahrscheinlich den Klassiker. Eine Flöte. So, was ist das hier? Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, Missy. Aber wir gucken uns erstmal hier um. Mal gucken, was wir mitnehmen können. Eine alte Werkbank. Auf der Klebstofftube ist ein Hinweis. Klebt alles. Scheint zu stimmen, wenn man bedenkt, dass sie sich selbst am Tisch festgeklebt hat und nicht mehr abgeht. Wir haben auch nichts, was da helfen könnte. Okay, das ist eine Hülle für Dynamit. Ich brauche Sprengpulver und eine Lunte. Ja, und einen Grund, das einzusetzen, nicht wahr? Was haben wir da? Sieht wie eine Art Brunnen aus. In der Tat. Ich könnte dort runterklettern. Naja, gut. Es ist ein zweiter Weg. Oh, irgendjemand will wirklich nicht, dass Kira raidet. Kiras Tagebuch. Ich fasse es nicht. Er hat uns gefunden und mich verhaftet. Wir hatten unser Ziel fast schon erreicht und ich hatte beide Jungen hier bei mir. Aber es gibt Hoffnung. Die Mutter des Jungen könnte uns helfen. Ich hoffe, dass sie nicht wütend auf mich ist. Ich tat, was notwendig war. Tja, Kira hat Barbie entführt. Ja, ihre Absichten sind gut. Ja, wir wissen alle nicht, wozu sie das Kind braucht. Ich meine, will sie den Jungen opfern oder keine Ahnung was? Weiß der Kuckuck. Hey! Hey, eine Sanduhr. Was ist das? In dem Pranger steckt ein Gürtel fest. Ich muss den Bolzen herausschlagen. Aber was passt das dafür? Korken? Nee. Sieht nicht so aus. Nee. Okay, das funktioniert nicht. Aber wie kriege ich dich denn bloß? Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Du musst mir sagen, wo Bobby ist. Warum hältst du das Buch in der Hand? Was für eine grausige Art, eine Frau zu behandeln. Ich muss die Maske entfernen. Ich glaube, es ist nicht mal. Es ist egal, ob Frau oder Mann. Das ist grundsätzlich, ja, fürchterlich. Okay, was haben wir da? Ganz schön verwickelt. Info.
Ziehe die Knoten durch Anklicken und Halten auseinander. Die Seile dürfen sich nicht überkreuzen. Sollten sie sich überkreuzen, bleibt das Seil rot. Na fein. So, okay, dann probieren wir es mal. Das Daten. Hier, das kriegen wir dahin getöst. Okay. Dann sind diese schon mal auseinander. Wieso überkreuzen die beiden sich, ja? Bist du doof? So, das kommt dahin. Ah ja. Okay, diese beiden können wir auch schon mal rausnehmen. Das nehmen wir hier hin. Dann überkreuzen die sich noch. La 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 la. Und wenn wir das hier einfach auf die Seite bringen. Ach, das geht nicht weiter. Okay. Ja, schon gut. Dahin, das hier dorthin. Alter. So. Das dahin. Wieso ist das hier ein Problem? Das dahin. So. Wie kriegen wir die denn auseinander gefummelt? Alter. Ich würde es gerne alles mal ein bisschen mehr Platz schaffen hier. So. Bisschen mehr Platz hier. Wunderbar. So, das kriegen wir dahin. Dann müssen wir das wohl noch umtauschen. Das hier dorthin. So, was denn? Das ist da, okay. Ja, super. Hey, wir haben ein Seil gefunden. Na, sowas. Okay. Kommen wir damit am Brunnen herunter, entlang? Ja. Kanalisation unter dem Kerker. Aber bevor wir da hingucken, komme ich da irgendwo hier mit weiter? Nee, sieht nicht so aus. Was für ein hübscher Baum. Nicht gerade das, was man in der Kanalisation erwartet. Ja, da stimme ich dir zu. Lass uns mal gucken, was hier gewimmelt wird. Alter, hier gibt es so viele Orte und Möglichkeiten. Also Gürtel, Fächer, Notenblatt. Gürtel, Fächer, da ist ein Fächer. Notenblatt, ist das auch noch ein Fächer? Jawohl. So, ein Gürtel. Da ist noch ein Notenblatt. Gürtel, Geigenbogen, Brille. Geigenbogen, Brille. Brille. Okay. Das zählt als Brille. Natürlich, Schutzbrille, klar. Kerze, Grashüpfer, Regenschirm. Kerze. Grashüpfer und zwei Regenschirme. Da ist der eine. Gürtel. Tja, das zählt nicht als Gürtel. Grashüpfer, Regenschirm. Das da? Nee, das ist eine Uhr. Entschuldigung. Okay, drei Uhren brauchen wir auch. So, dann haben wir die schon mal weg. Grashüpfer. Adler und Käfer. Das zählt nicht als Käfer. Adler? Ja, super. Da haben wir den Käfer. Regenschirm, Brille und Geigenbogen. Brille haben wir hier noch. Einen Geigenbogen. Na, wo bist du? Put, 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 put. Nee. Hier ist etwas erforderlich. Der Ring sieht kaputt aus. Ihm fehlt der Klunker. Ein Rubinring. Also, wo ist denn ein Rubin? Ein Rubin. Rubin, da ist noch ein Schirm. Das ist nicht der hier. Das sieht, naja, ist zwar rötlich, aber nicht rot genug. Geigen, Bogen und Gürtel. Hier liegt alles Mögliche herum. Da. Nee. Ist es nicht. Hä? Hallo? Na, wo steckst du denn? Na, wo bist du denn? Na? Gürtel. Da. So, Geigenbogen. Alles klar.
So, jetzt brauchen wir nur noch den Klunker für den Ring. Ich würde ja fast tippen in einer dieser Taschen hier, aber. Nö. Er kann ja nicht so weit sein, nicht wahr? Ein Rubin. So rot. Rot. Rot, 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 rot. Ne. Wo steckst du? Gibt's ja nicht. Ist er hier drunter versteckt oder was? Nee, sieht nicht so aus. Er muss. Ein Rubin ist rot, also. Ne? Doch, viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Rot würde ja hier rausstechen. Und es sieht auch nicht nach einem kleinen Klunker aus, da wir schon bei dem Wort sind. Ja, mal, wo bist denn du? Ja, hallo? Sag bloß, den muss ich auch erst noch finden. Das könnte natürlich sein, ne? Wenn er sich hier nicht drin befindet, dass ich ihn erst noch finden muss. Ah, okay. Ich habe eine Flasche, aber die ist fest verkorkt und wir haben keinen Korkenzieher. Wir haben da hinten. Der arme Kerl wollte wohl aus dem Kerker fliehen. Nehmen wir mal am besten mal sein Taschentuch mit. Ja. So, ein riesiger Pflasterstein mit einem X da drauf. Aber hier haben wir die Lunte. Hey, cool. So, was markiert die Stelle? Keine Ahnung. Hier ist alles möglich. Oh, wir sammeln so viel Zeug gesammelt, Alter. Hier hat jemand etwas vergraben. Na klar. Boah. Okay. Gut, also wir gehen erstmal wieder alt. Die Leiter nehmen wir auch noch mit. So, alles klar. So, was können wir denn jetzt mal machen? Wir könnten die Lunte hier schon mal platzieren. Das ist schon mal was. Dann haben wir einen Teil weniger. Das gefällt mir gut. Wie können wir die Schlange befrieden? Wohl kaum so, ne? Nö. Naja, gut. Wir gehen erstmal zurück. So. Was ist hier? Hier gibt es nur Uschi zu sehen, aber sonst gibt es hier nichts, ne? Hier haben wir auch nichts. Okay. Gut, so also nicht. Gehen wir mal in die Bibliothek zurück. Mal gucken, was wir hier so alles anwenden können. Da haben wir. Ja, das ist mich, aber ihm fehlt die Hand. Die Hand für was? So? Nee. Hä? Da geht es nur dort oben hin zurück. Und hier, ich sollte mich nach einem Tresorgriff umsehen. Tja. Okay. Nö. Gut, hier kommen wir für den Augenblick nicht weiter. Los. Aha. Na schön, Wachraum. Was können wir denn hier machen? Hier könnten wir schon mal. Was? Es hängt an einem Seil, aber ich komme nicht heran. Ja, dafür haben wir jetzt eine Leiter. Warte, pass auf. So. Okay, und dann können wir uns da schon mal umgucken. Der Fisch ist an den Balken festgebunden. Ja.
Das Seil ist das Einzige, was da hilft. Können wir es durchbrennen? Nö. Maskenschlüssel, Sanduhr, Taschentuch. Da hilft nichts weiter. Okay. Und in unserer Zelle haben wir jetzt auch nichts mehr, was wir noch weiter verwenden könnten, nicht wahr? Welcome. Was macht das Ding hier? Okay. Ja. So, da wissen wir schon. Hier, was wissen wir denn hier? So, ich muss den Bolzen herausschlagen. Mit einer Teekanne, mit dem Feuerstein. Nein, ich probiere jetzt mal völlig random hier herum. Okay. Ja. Ach, der kleine Schlüssel, der Maskenschlüssel. Na, guck. So, sprich mit uns. Ah. The children. Find the boys. They will stop the war. The book. Take the book. Okay. Gut, I take it. Sie ist vor Schock ohnmächtig geworden. Kein Wunder. Schwarzes Buch und ich sollte auf die Wörter hören und nach unseren Jungen suchen. Hier komm, ist der Rubin. Ja, alles klar, siehst du? So viel zum Thema, ne? Alles super. So, Rubinring. Hey! Super, das könnte sich als nützlich erweisen. Eine Kerze. Klar. Natürlich, eine Kerze. Die Kerze könnte dieses Ding dadurch brennen. Oder? Ja, könnte sie. So, dann brauchen wir sie nur noch entzünden. Ja, super. Okay. Schmurgel. Das hat bestimmt keiner gehört. Ein weiteres atemberaubendes Manöver durchgeführt von mir. Zeit, meinen Sohn zu finden. Er muss hier irgendwo sein. Statuenplatz. Oh. Returning to the main troops. Yes, my lord. Have you found the children? Looking for them. We'll have everything under control. You better. Ach du liebe Zeit. Der ist außerhalb der Stadt mit seiner Armee beschäftigt. Ich werde nach den Jungen suchen. Oh, guck dir das hier an. Mann, Mann, Mann. So, aber wir bekommen noch mehr Inventar. Ein Unkrautvernichter, der Kopf einer Spitzhacke, für den wir natürlich noch keinen Dingens haben. Aber hier, boah, dieser Typ, ne? Alter. Okay. So, hefte den Schwanz an den Esel. Was? Ich sollte den Eselschwanz mitnehmen? Warum? Warum? Und wie? Okay, hier haben wir noch eine Kasse. Eine Registrierkasse. Oh, aber da fehlt eine Zahl. Es fehlt ein Knopf. Natürlich. Alles im Eimer, do. So, jetzt kommen wir dahin. Und wir kommen dahin. Wo möchtet ihr zuerst? Zum Kanal oder in die Gasse neben der Bibliothek? Na, ich glaube, warte, was war das hier? Das ist doch bestimmt die Kasse, ne? Nee, wir gehen zuerst dahin. Was haben wir denn da? Was für ein hohes Gebäude. Auf dem Dach ist ein seltsames Fluggerät vertaut. Und hier werden Bücher verbrannt. Warum? Und da sind. Gesucht. Belohnung. 1 Million. Die Kinder. Warum? Die Jungen. Ich sollte die Jungen befinden. Was will der Lord? Ja, das ist eine interessante Frage. Die alten Bücher, warum verbrennen sie sie? Es scheint nicht so, dass der Lord ein Interesse daran hätte, die Kinder, ja, die offensichtlich ja zur Rettung dieser Welt beitragen können, ja, mit denen irgendetwas anzufangen. So, und hier haben wir die Tür, die verschlossen ist und natürlich eine Glocke ohne Seil. War ja klar. Dafür brauchen wir den Schwanz des Esels. Und hier haben wir, hey, jawohl. So, noch mehr Dinge. Noch mehr Dinge. Hier machen wir eine Spitzhacke draus. Prima.
und die Registrierkasse. Basteln wir da dran. Und jetzt kommt Info. Setze die Rechenzeichen so ein, dass die Ergebnisse der vertikalen, horizontalen und diagonalen Zeilen korrekt sind. Wenn das Ergebnis stimmt, leuchten die Lämpchen auf. Alles klar. Machen wir, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht es gut und habt Spaß. Tschüss.